Hallo, da bin ich wieder mit Super Metroid. Ja, endlich mal wieder. Ich brauchte mal eine Mario-Pause, denn ich habe jetzt vorgespielt bis 8.4, weil ich wollte das nicht antun. Ich habe wirklich 2 Stunden lang da auch gespielt. Und ja, ich weiß, wo es lang geht. Das ist schon mal das Gute. Ich habe noch gerade eben mal nachgeguckt. Ich habe noch... Ja, das wollte ich gerade nicht. Ich habe noch Platz für ungefähr... ja, ich habe noch 60 GB ungefähr. Das sollte reichen für eine Folge, hoffe ich. Ansonsten werden wir es merken. Gut, da hoch. Bäh. Hallo? Unschön. Nein. Na, egal. Der ist mir gerade egal. Ich würde hier gerne mal hoch. So, na bitte. Bum, 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 bum. Und den einfrieren und nichts kann mehr passieren. Außer, dass mich die Teile treffen. Gut, und zwar müssen wir jetzt nach Quateria. Ich könnte jetzt zwar auch da den Weg durch, aber egal. Hallo? So und so. Ganz bestimmt. So, dadurch und ja, wir kriegen nämlich, nee, wird nicht verraten. So bin ich nicht. Hier kann man durch. Bläh. So, hier kann man durch, genau. Hier war eine Powerbombe irgendwie. Oder sowas. Genü. Und da können wir hoch. Ja, ich habe die 800 Aufrufe-Marke geknackt. Das heißt, so langsam sollte ich mal mein Special vorbereiten. Und, ja, mal gucken, was mache ich da überhaupt eigentlich? Mal gucken. Ich habe im Special schon geplant. Da, also, ich habe keins geplant, aber ich habe ja schon lange angesagt, dass ich ein Special machen will. Und ich halte mein Versprechen, muss ich sagen. Ich werde ein Special machen. Bei 1000 Aufrufen. Und die werden gut noch einen Monat dauern, schätze ich mal. Also, ich muss mit einem Monat Zeit rechnen und ja. Aber wahrscheinlich werde ich irgendwie einen Flash-Film oder sowas machen. Gedacht, weil ich habe Flash. Und ja, wenn man jetzt mal kurz auf die Karte sieht hier, Quateria. Gucken wir nach rechts. Da ist ein fettes Teil noch frei. Da sieht man übrigens auch einen Wack-Chip. Und ja. Wir müssen zum einen in das Wack-Chip. Gut, das heißt, wir müssen erstmal hier hoch. Hier durch. Die schnell abschießen, damit wir schön Leben kriegen. So. Ja, Super Metroid Prime bin ich immer noch nicht weiter. Hier... kriegt mich ja überhaupt nicht eigentlich live mit. Also, alles, was ich hochlade, ist ungefähr einen Tag verspätet. Einen Tag bis eine Woche. Ich habe ja jetzt diese neue Hochlademöglichkeit. Gut, da oben lauern sie. Die alten Pioniere von gestern. Ja. Gut. Diese waren, glaube ich, eigentlich nicht mit den normalen Beamen zu zerstören, glaube ich. Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch eigentlich egal. Und durch bin ich. Ja. Mehr gibt's auch gar nicht zu sagen. Also plapper ich ein bisschen wieder, wie ich es immer tue. Ich habe eigentlich richtig Lust gerade auf Super Metroid. Also ich habe auch Lust, irgendwie das endlich mal zu schaffen. Wir werden demnächst auf jeden Fall einem Boss begegnen. Ich weiß nicht, wie schwer er ist, Leute. Also es kann sein, dass ich da vielleicht sterben werde und ich hoffe mal nicht, dass es irgendwie so schlimm wird wie jetzt. Was? Das wollte ich jetzt überhaupt nicht. Was hat der denn jetzt gemacht? Keine Ahnung. Gut. Und warum sage ich eigentlich der? Ich meine natürlich die. Denn Samus ist eine Frau. Aufladen und ja, I would like to save. Jetzt habe ich die Taste gedrückt. Halt, Moment. Habe ich gespeichert? Nein, ich habe nicht gespeichert. Ich habe ganz bestimmt nicht gespeichert. Ich habe nämlich B gedrückt oder sowas. Ich habe ja schon mal gesagt, alles ein nach rechts verschoben oder sowas. Gut, also jetzt nochmal speichern. Und ja, es gibt nämlich hier noch einen Weg. Es gibt auch. Es geht nämlich auch nach rechts. Und zwar gibt es hier so nichts. Doch, so kann man auch durch. Ich dachte, man bräuchte den Speed Booster. Aber anscheinend wohl nicht. Ja, und ich werde keine Powerbombe hier verschwenden für. Gut. Jetzt noch hier hin und so, aber hier waren wir schon, glaube ich. Und hier muss man mit einer Supermissile durch. Für uns ist eine Supermissile eigentlich was ganz Normales.
So, noch so ein Gang. Ich meine, wir waren hier sogar schon mal. Kann das sein? Ich glaube, das kann sein, oder? Ja, das kann ganz bestimmt sein. Sonst wäre das hier alles nicht so... na schon, rot eingezeichnet. Genau, und hier gab es ein Item. Aha, und deswegen kam ich hier nicht weiter. Ich werde immer noch nicht weiterkommen. Merke ich gerade, denn... Das Problem wird sein, dass ich nicht mit dem Grapple Beam zurechtkomme. Upp, ne, geht noch ein bisschen runter. Na, gib mir noch ein bisschen was. So, okay, also die Missile habe ich schon bekommen. Die Teile da oben sehen nicht sehr vertrauenswürdig aus. Überhaupt nicht. So, jetzt habe ich das Problem. Ich hoffe, ich habe jetzt mir keinen Bockmist hier gemacht, dass ich hier jetzt nicht hochkomme. Weil, oder habe ich mir gerade das Spiel versaut oder was? Kann man hier drauf stehen? Man kann durchrennen. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich überhaupt machen muss. Mal gucken. So, mal gucken. Dude, aha. Gut, dann kann man hier also durch. Gut, da haben die Entwickler mitgedacht, dass man hier runterfallen kann. Das, habe ich auch. Ich meine, für mich Noob mit dem Grapple Beam hier. Warum sind die Teile so kaputt? Die sehen so kaputt aus. Wahrscheinlich sind die auch kaputt. Man darf wahrscheinlich nicht so lange dranhängen. Und hier gibt es irgendwo was. Ich weiß bloß nicht wo. Also... Hier kann man irgendwo durch, glaube ich. Zumindest. Und hier gab es auch einen Trick, wie man da langkommt, ohne da irgendwie... Nein, das will ich um Gott nicht. Hier gab es irgendwie einen Trick, wie man da hinkommt, da hinten. Nämlich, man musste den Schnellanlauf-Teil... So. Naja, ich kann es nicht. Vielleicht... Könnte andere besser wahrscheinlich. Aber ich will hier auch keinen Trick benutzen. So, sondern ich will hier lang. So. So langsam komme ich mit dem Teil ganz gut klar. Mit dem Grapple Beam. Döp, döp. Was? Ich wollte dich einziehen. So. Oh Gott. Wui. Und hoch da. Hammer. Gut. Hier kann man einfach rüberspringen. Bam. Eisbeam. 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 Keine Ahnung. So, hier rüber kommt man nur gerade nicht. Kann man Leitern benutzen, oder? Wie ist das? Nee, Leitern kann man nicht benutzen. Hm, gut, dann würde ich mal sagen, also fehl am Platz bin ich hier nicht, das stimmt nicht. Oder kann man sich vielleicht an die Teile mit Grapple Beam ranhängen? Wäre auch nochmal was. Käme gerade so ein bisschen in den Sinn. Ich meine, warum soll der da rumfliegen? Ich meine, das ist ja nicht umsonst, dass er da rumfliegt. Außerdem war der, als wir den Grapple Beam das erste Mal bekommen haben, haben wir genau so ein Teil schon mal gesehen. Und das war für irgendwas da. Das ist klar, aber das flog nicht da rum. Und sonst, ich meine, es gibt hier nichts Unnützes. Na gut, es gibt was Unnützes. Zum Beispiel 3000 Energietanke oder sowas. War all der. Ich und Grapple Beam. Also, ich treffe jetzt noch nicht mal dieses Teil. Jetzt bin ich noch nicht mehr gesprungen. Gut, okay, so, Leute, das könnte noch ein bisschen dauern. So. Das war knapp, aber ich hab's geschafft. So, nächstes. Bam. Na bitte. So, nicht einziehen. So, ouch. Und, ui. Drüben bin ich. Jetzt lasse ich gleich mal über den Grapple Beam drinne, weil ich habe das Gefühl. Aha. Interessant. Was war das? Samus, du weißt, was du da. Alter. Gut, okay. Ich will das jetzt nicht kommentieren. Ich kommentiere das jetzt auch nicht. Weil das war irgendwie Salto und überhaupt generell. Und oben war übrigens auch eine Tür.
Vielleicht gibt es ja auch was anderes, außer Gang. Gut, gehen wir mal nach unten, würde ich sagen. Unten ist immer schön. Abgesperrt, abgesperrt, abgesperrt. What the fuck? Und hier geht's nicht weiter. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, gehen wir. Sag mal, was ist denn das? Ich weiß, welcher Boss uns erwartet. Und das ist hier alles. Also diese plötzlich kommenden Teile. Aha, hier ist Stromausfall. Gut, okay. Ich würde mal sagen, unsere Mission ist, den Strom wieder anzumachen, oder? Weil anderes kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. So, das war klar. Oh. Der macht mir Schaden. So. Kann ich den bitte da durch? So. Oh Gott. So, und dadurch. Und der verfolgt mich. Das ist der Slenderman, der Super Metroid. Okay. So kann man auch sich ein paar Views holen. Man tut Slenderman und Super Metroid in ein Spiel und in einen Titel und dann. Gut, okay, falsche Richtung. Alter, der Slenderman macht mir gerade Angst. Gut, hier lang. Was? So, geht jetzt eine von 1 Million Türen auf, oder? Wie ist das? Nö. Hier gehen beide nicht auf. Gut, da müsste man jetzt einfach mal gucken kurz. Gut, mal gucken, Röntgen und, nö, hier ist nix. Mal gucken, hier Röntgen, hier ist auch nix. Röntgen, Röntgen, Röntgen. Auch hier nicht die leiseste Spur von Strom zu finden. Nope. Ich weiß nicht wohin, weil ich. Ich kann auch nicht wissen, wohin. Achso, da oben ist er. Bam, 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 bam. So, abgesehen davon, was er mir Leben gibt, ist er reichlich nutzlos. So. Ah, man muss die Teile hier abschießen. Gut, okay. Der kommt schon wieder. Der hat auch so ein komisches Gesicht irgendwie. So. Nochmal und nochmal. Tja, hier ist der Wavefilm wirklich nützlich. Und dann noch einmal. Nee. Hier geht's noch weiter. Gut, okay. So. Und da nochmal. Ja, du nervst, ich weiß. Gut, die Typen sind abgeschossen. Hm. Gibt's hier noch mehr oder was? Nö. Dann kann ich es mir nur noch damit erklären, dass woanders noch irgendwie Teile sind. Einen Moment bitte. Und schon geht's wieder weiter mit auf dem Wrecked Ship. Wrecked Ship, ja. Und, das heißt so viel wie, ihr kennt das Schiff. Was so fast klar ist. Oh, jetzt hat er mich fast getroffen. Es hat die Musik gerade geändert oder was? Keine Ahnung. Moment. Und da durch. So. Da bist du wieder. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das für ein Typ ist. Keine Ahnung. Hier geht's runter. Das ist gut zu wissen. Aha. Wenn ich jetzt mal hier mich umgucke, denke ich mal, sehe ich noch einiges mehr. So. Aha. Fall mich runter. Geht's da noch runter? Halt. Aha. Das ist auch noch interessant. Dass man da durch kann. So. Und da rein da. Genau. So. Und da haben wir wieder einen Raum. Und. Ah, ist das. Noch mehr von diesen Teilen. Ja, man muss eben alles finden. So, und die Typen, die konnte ich sowieso nicht ausstehen. Das jedenfalls in Metroid Zero Mission nicht. Da hatte man plötzlich wirklich alles voll. Alles. Also man hatte
So. Du bist auch noch tot. Und du? Was willst du mir sagen? Du willst mir sagen, ich bin doof. Nein, du willst mir sagen, da oben geht's lang. Gut. Dann geht's eben da oben lang. Alter Stalker hier. So, nein. So. So. Mal gucken. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Hä, aber da oben geht's auch lang, oder? Hast du mir doch gerade eben gesagt. Ja, aber da geht's. Aber da kommt man nicht lang, gerade. Ist gerade unmöglich, ist gerade. Geht gerade einfach nicht. So, okay, hier geht's auch nichts mehr sonst. Ja. Ich nehme auch schon wieder ein Weilchen auf. Mal gucken, hier sonst gibt's auch nichts mehr. So, bam. Ich hoffe, das war's jetzt. Ich weiß nicht, was ich sonst noch machen soll. Mal gucken. Also hier geht's auf jeden Fall rund. Achso, Moment. Ja. So, jetzt kann man nicht hier lang. Ah, nervig. So. Da lang und aha, jetzt hier geht's noch weiter runter. Und eine große Tür. Das heißt mir, das sagt mir gerade Boss. Obwohl, so groß ist sie gar nicht. Aber ich glaube, gleich kommt der Boss. Habe ich nur so Vermutung. Hier geht's auch noch ruhig. Die Atmosphäre hier ist wirklich. Aha. Oh, scheiße. Das schießt sogar noch. Kennen wir ja aus. Aber ich muss erstmal die richtige Waffe und überhaupt generell muss ich überhaupt erstmal. Egal. So. Nein. Derp. 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 So. Okay. Hier nochmal. Bam. Vielleicht gibt er mir was. Nee. Okay. Und durch da. Mal gucken, was für ein Boss uns erwartet. Oder besser gesagt, was euch erwartet. Ich weiß, was mich erwartet. Und ich flüchte mal von den Flammen. Mir ist nicht ganz wohl bei. X-Ray Scope. Sieht man da was? Nein. Gut. Darf ich vorstellen? Phantom. Und ich habe keine Ahnung, wie man diesen Boss überhaupt und generell auch nur anrührt. Bam. Aha. Bam. Ich nehme erstmal die Super Missiles. Gut. Nein, Mist. Okay. Er versteckt sich hier irgendwo. Also, Phantom ist nervig. Gut, okay. Getroffen. So, anvisieren. So. Mach dein Auge auf. Sag mal, du sollst dein Auge aufmachen. Hallo. Hallo? Er hat das Auge aufgemacht, aber erst später. Na, Hammer. Das ist jetzt mehr als unnötig. Gerade. Er hat schon ziemlich Schaden bekommen, aber das ist jetzt irgendwie gerade ein bisschen. So, schon wieder Schaden bekommen. Okay, er gibt mir ziemlich viel Schaden. Also, er macht mir viel Schaden. So, jetzt sollte es wieder so rumgehen. Jetzt dahin. Jetzt wieder darum. Jetzt wieder dahin. So. Mann, mach dein Auge auf. Ja, hat er aber. Okay, aber er schießt, glaube ich, mindestens 8 Mal. Keine Ahnung. Auf jeden Fall merke ich, dass ich gleich tot bin und er gleich auch. Wird also ein ziemlich knapper Kampf. So. Ich mal zur Seite. Jetzt wieder die Attacke. Das ist einfach nervig. Gut, okay, aber ist nicht so ein Boss, wo ich sagen kann, oh Gott, ist der scheiße. So, jetzt dahin. Jetzt dahin. Jetzt dahin. Dahin. Jetzt wieder dahin. 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 Okay, das ist jetzt gerade sehr langweilig. Und abgesehen davon, ich bin tot. So gut wie. Er auch. Also. Bam, bam. Mist.
Jetzt sollte ich mal langsam die Typen töten, damit ich ein bisschen Leben kriege noch. So, hier geht's noch Leben, da geht's noch Leben. Bam, 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 bam. So. So. Ah, er ist tot. Okay. Er ist tot, ich bin tot, alle sind tot, alle sind zufrieden. Ja. Das war ein Boss, der... Ja. Der war schwer, also ich schätze mal... Ja, ich hätte mich natürlich auch besser anstellen können. Ich habe mich ziemlich dämlich angestellt. Okay, und Licht ist wieder da. Das ist jetzt das Beste von allen. Gut, ich weiß nicht. Gibt es auf dem Wreck-Chip noch was? Hm. So, jetzt haben wir auch ein Problem mehr. Nämlich die freigelegten Teilleitungen. Ach ja, und die Teile. Ja, okay, also wir haben... Damit, dass wir ein Problem weniger haben. Nämlich Strom ist wieder da. Ah, wir haben auch ein Problem mehr, nämlich einfrieren und über da. Ja, die Teile sind ein bisschen nervig. Die kennen wir aus Zero-Mission. Oder wir nicht, aber ihr. Oder wir nicht, aber ja, ich. Gut, hier ist aber nicht sehr viel. Hier gibt es ein paar Items. Gut, das können wir aber alles nochmal jetzt kurz checken. Also, es ist wirklich keine sehr große Moment. Also, ich dachte schon, wir wären in Quateria. Nein, sind wir natürlich nicht. Ja, also, es gibt ja nicht viel. Besser gesagt, überhaupt nicht viel. Hm, da kann man doch schon einiges erkunden. Gut, erstmal gleich links. Falls es hier irgendwo links gibt. Ist eigentlich auch egal. Ich darf bloß nicht die Leitung erwischen. Ansonsten macht mir das sicher ein bisschen Schaden. Da hoch. Da durch. Und die erste Tür wäre offen. Und zwar geht's hier eine Supermissile. Eingekesselt von verdammten Stromleitungen. Ich will mal gucken, wie viel Schaden macht mir das eigentlich, eine Stromleitung. Aha, 15 Schaden. Gut, dann würde ich mal sagen, sollten wir mal vorsichtig mit der Stromleitung sein. Das macht mir zwar nicht so viel Schaden, aber doch. Ja, also angenehm ist anders. Ich könnte mir aber auch nicht vorstellen, irgendwie auf einer Leitung da so, die offen liegt, anzufassen, ohne Isolierung und sowas. Das wollte ich jetzt gar nicht. Wow. Puffer, 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 puffer. Bam. Ich hab's dir gegeben. So, darüber. Hier kann ich mir vorstellen, kann ich einiges mit dem Walljump drehen. Und hier. Nein. Nein, ich will hier nicht hin. Ich wollte noch nie hin. Wir hatten ihn vorgeschlagen, überhaupt hinzugehen. Eklig. Gut. Das heißt, hier bräuchte ich schon wieder den Gravity Suite, damit ich mich gut bewegen kann unter Wasser. Gut. Das heißt, was ich jetzt mache, ist erstmal speichern. Egal, was passiert. Gut, und ich würde eigentlich auch sagen, dass ich jetzt aufhöre. Gut, dann würde ich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich schneide noch schnell die Audiodatei zusammen. Ich wurde ja einmal unterbrochen. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Und ich habe den Superdance vergessen. Running in the 90s. Wie ging das? LOL Internet? Keine Ahnung. Tschüss.